kleine Info am Anfang. Ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen, würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Daisy Diaries. In der jetzigen Folge befinde ich mich gerade in der Zeltstadt nördlich von Tscherno. Ich bin nicht alleine unterwegs, der Bex ist mit dabei und unser Ziel für heute ist es, die Militärbasen abzuklappern, ob wir vielleicht den einen oder anderen guten Loot finden werden. Und später haben wir natürlich noch einen Überraschungsgast, der schon sehr, sehr lange nicht mehr bei Daisy dabei gewesen ist und der sich uns angeschlossen hat. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Und jetzt wird's Zeit fürs Intro. Jo, ich bin ein Gebäude da davor. Hallo. Hallo. Also oben war wirklich nicht mehr viel. Eigentlich gar nichts. Ich muss sogar mal kurz Karte aufmachen. Hast du die Karte offen? Ja, ich weiß aber wo lang. Wir müssen jetzt hier nur hoch auf die Straße und dann Richtung Norden. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt die Bushaltestelle da vorne. I remember. Ich muss echt meine Klamotten wechseln, ich bin schon wieder krank. Ach du Scheiße. Unten war eine Jägerhose und ein Jägerpullover. Wenn du es testen willst. Das einzige Problem an der Jägerjacke war, die war für den Schnee gedacht, die ist weiß. Ja, okay, die nehme ich dann nicht. Oben war noch ein Cowboyhut, falls du den hast. Guck mal, wie ich aussehe. Ich sehe aus, als würde ich Sadomaso machen mit dem NSG-Kopfband. Ja. Fehlt nur der Ball, ey. Ja. Oh Gott. Ja, mal gucken, wir gehen ja jetzt Novi, würde ich sagen, Starry und vielleicht die China. Und dann ziehe ich einfach komplett neue Klamotten an, wenn ich dafür welche finde. Ja, gut, macht Sinn. Brauchst du ja auch noch, ne? Militärisch auf jeden Fall, ja. Diese Jägerkacke hier ist schon sowas von demoliert und ich habe leider kein Nähzeug oder kein Klebeband. So, Zombies sehe ich. Ja, sehe ich auch. Ich gehe links rein. Immer direkt auf den Holzturm. Container sind offen. Hier ist gar nichts, außer ein SK-Bajonett. Yeah. Erster Container ist auch nichts. Zweiter Container ist ein Mag-Magazin. Mag-C. Alter, nix. Boah, ausgelutscht hier, hä? Ja. ACP-Muni nehme ich mal mit. Und dann weiter die Schiene, oder? Ja, würde ich sagen. Astari hier, die Zelte sind halt immer so ein Mittelding, ne? 50-50, entweder hast du Glück oder es gibt nur Scheiße. Was anderes gibt's gar nicht. Ja gut, aber Hotspot ist halt aber auch ein Hotspot. Hier rennt jeder her. Oh, da oben ist ein Heli-Crash. Wollen wir da hin? Oh, yes. Na, könnte interessant werden. Ja, wenn er nicht despawnt von meinen Augen, das hatte ich auch. Ich laufe Richtung die China und rechts neben die China und Vibo ist doch auch so ein Heli-Spawn. Ich lauf, dann gucke ich so zwischendurch noch in die Mini-Base rein, ne, von Weitem, ob ich da jemanden sehe, guck wieder hin. Auf einmal, zack, vor mir verschwindet der Rauch und der Heli. Nein. Okay, das ist ja Übelpech. Ich hab nur immer Schiss, wenn ich über solche Felder renne. Also, würde ich jetzt alleine spielen,
würde ich wahrscheinlich rechts in den Waldkamm dort reinrennen. Wirklich rechts, komplett außenrum darüber. Ja, es kommt drauf an. Ehrlich gesagt spiele ich eigentlich ziemlich unterschiedlich. Manchmal spiele ich vorsichtiger, aber meistens laufe ich halt auch einfach so über die Felder, ne? Ich wurde da noch nie weggesniped oder so, sonst was. Ja, ich auch nicht, aber ich fühle mich jetzt gerade so hart beobachtet. Zombies noch da? Ja. So, die, machen wir die Zombies alle, oder? Ja. Alles klar, schlagen wir sie tot. Hey, wo will der hin? Der will nur dich. Oh, sorry. Alles gut, alles gut. Ich blute nicht, warum auch immer. So, mal gucken, ABC-Mütze. Hier wäre Landmine. Ist Sturmrucksack. Schwarze taktische Unterjacke, ich zieh ihn mal an. Oh ja, macht Sinn. Gerade bei dir. Taschenlampe. Oh, Jagdstiefel, perfekt. Und das war's, oder wie? Ja. Was denn das für eine Ausbeute hier, bitte? Okay. Warte mal, da liegt ja noch eine Hose. Oder hast du die ausgezogen gehabt? Nee, nee, die kannst du haben. Oh ja. Würde ich mir nehmen. Auch wenn sie total demoliert ist. Okay, let's go. Die Zombies hast du angeschaut, oder? Die hatten nix. Nee, die hatten nix. Hier. Da ist eine Base. Ich wollte gerade sagen, ja. Die doch teilweise noch zu. Ob irgendwie es von der anderen Seite ist. Ich bin dran. Ja, die ist zu. Die ist zu. Ja, andere Seite ist offen. Ja, dann sagen wir mal Hallo, oder? Nice. Ich könnte hier, wenn ich ein Arsch bin, könnte ich genau hier vorne die Mine hinlegen. Überleg mal, dann kommen die hierher, sagen, komm, wir bauen weiter und dann Pustekuchen. Aber zieh dir das mal rein, wie intelligent die das gebaut haben, gell? Ja. Da kannst du hier ja voll raus aimen. Holy shit. Stimmt, das ist nicht schlecht, ne? Das ist richtig intelligent gemacht. Und da drüben nicht, oder? Ne, da ist zu. Oh, ist übel geil. Hier sind, kann ich gerade mal die Jacke reparieren. Ich sag dir, genau auf sowas hätte ich auch Bock mal. So eine Scheune einfach umbauen, ey. Ja, aber das Problem ist gerade so in Scheunen. Auf dem Offi wird es immer gefunden. Wir hatten schon auf dem Offi wirklich im tiefsten Wald, wo eigentlich keiner langläuft und jedes Mal wurde die Base gefunden. Und da brauchst du halt immer einen, der online ist, drauf aufpasst. Ja gut, das stimmt, ja. Soll ich die Mine hierher legen? Ja, komm, mach. Aber komm erst raus, ne, bevor du sie legst. Ja, ja. Oh shit. Nein, ich komme da dran vorbei, ne? Ja, du hast ja noch ein paar Sekunden. Solange die tickt, kannst du raus. Ja. Kannst du auch drüber laufen. So, da waren wir jetzt einfach mal ein Arsch, liebe Leute. Nachdem wir die Krankheit von Bex nicht in den Griff bekommen haben, wollten wir in Cabanino noch einmal ganz kurz unsere Ressourcen auffrischen und von dort aus wollten wir direkt nach Vibor. In Vibor gibt es ein kleines Hospiz, in der Hoffnung natürlich, dass wir dort Antibiotika und Medizin finden. Ich
laggt auch gerade ein bisschen. Mhm. Zombie hat jetzt gleich Bock auf dich. Nee, ist links, links. Oh. Double Red. Oh, guck mal hier, Desinfektionsspray, das nehme ich jetzt mal mit. Scheiße. Er will auf dich. Ja, ich renn gleich ins Krankenhaus rein. Oh, bitte keiner vor mir. Okay, perfekt. Kann ich die mit der Axt kaputt machen? Na komm. Einer ist down. Oh shit. Ach ja, ich mach jetzt so. Aktivkohle liegt hier. Ja, ja. Nimm sie, wenn du es brauchst. Du bist leicht anfällig mit dem Charakter. Ich mach kurz hier noch auf. Ups. Alright. Also von mir aus können wir. Sollen wir nach Multis noch schauen hier in Vibo? Oder willst du gleich weiter? Könnten wir eigentlich weiter. Wenn du nichts mehr looten willst? Nö, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Bis auf Klebeband. Das ist echt so das Einzigste, wo ich sag, das fehlt gerade. Wir gehen kurz in die Police noch. Ja komm, dann looten wir ein bisschen. Nachdem wir in Vibor die Häuser dann fertig gelootet haben und die Ausbeute leider nicht ganz so krass war, haben wir die Nachricht bekommen, dass wir so schnell wie möglich an die Küste zurück sollen. Denn Trevnix wird sich uns jetzt anschließen und er ist wieder an der Küste gespawnt und deswegen machen wir uns auf den Weg nach Tscherno. Den Leuchtturm, was ihr markiert habt, glaube ich. Ich sehe jetzt genau den hier. Ich hab markiert, Luke. Ah, okay, nee, du bist noch weiter vorne. Aber wir sind gleich da. Nein. Siehst du Smoke am Strand? Ja. Okay, nice. Schüsse? Oh. Hinter uns? Warst du das? Nein. Ich meine, dein Kollege. Ja, siehst du, den habe ich gefragt, ob er es war. Kleines Update, liebe Leute. Wir haben die Nacht jetzt in Tscherno verbracht und wollen jetzt einen Hirsch jagen gehen. Da der Trevnix nicht so viel zu essen dabei hat, dachten wir, wir gehen jetzt mal geschwind jagen. Hast du ihn im Blick? Nee. Ah, hier links unten. Hast du so gehört? Ja. Ah ja, hier vor uns hier. Ich sehe schon einen unten auf dem freien Feld. Weg geradeaus von mir. Ich sehe ihn. Ja, ich gehe aber noch ein Stück näher ran. Ja, lass Richtung Waldlichtung gehen. Okay, von hier kann ich. Warte, lass uns auch in Position gehen, weil falls ein Schuss doch nicht reicht. Da. Ich bin ready. Auf welchen schießen du? Auf den vorderen oder den hinteren? Warte ganz kurz. Nice, hast ihn. Sehr schön. Den anderen auch hit. Dahinter ist noch ein. Alter, Leuchtspurmuni drin gehabt. Wer war denn das? Trevnix, oder? Stefan hatte Leuchtspurmuni. Nice. Aber der, siehst du, der war jetzt im Kopf, da war er One-Shot. Den anderen habe ich noch in den Arsch geschossen. Hat leider überlebt. Nice. So, gönn dir das Fett und Fleischstückchen. Sollen wir die anderen noch hinterher? Also, so weit werden die ja nicht weg sein, ne? Nee. Dann können wir uns vielleicht auch noch ein Fett, ein bisschen Fleisch holen, ne? Ja gut, aber hier liegt ja noch Fleisch rum. Ja, aber das Fleisch hält halt nicht so lange, ne? Das Fett wäre halt schon geil, ne? Das komische ist mir. Ne, seht ihr das? Mir fehlt. Ja.
Schieß nochmal. Ja, nicht auf mich, Alter. Ja. Mhm. Nee, das jetzt wieder nicht. Vielleicht hast du ein paar einzelne Kugeln. Ja, auf, bevor der Teilnehmer noch kaputt geht. Schieß mal in den Himmel, da, die Kugeln bleiben da, gell? Die verschwinden ganz langsam. Ja, Häuser. Oder nee, Dörfchen, ein Dörfchen. Was für ein Dörfchen ist denn das bitte? Ach, das ist diese eine Straße, die direkt dann zum Strand führt, ne? Ja. Hat jemand ein Beil oder so? Hab ich ja. Hab ich. Was? Musst du mal kurz einen Baum fällen oder so? Brennholz. Warte, ich hab. Ja, ich nehme hier die Tanne, die kleine hier. Ich hab schon. Ach, das reicht gar nicht. Okay. Ja, lass hier drin machen, hier ist nämlich nur ein Fenster. So, direkt mal zwei Holz da rein. Dann einfach grillen. Ein bisschen jagen und jetzt ein bisschen grillen. Ach, das geht mit Dreieck auch. Ich drücke da mal Kreis für kombinieren. Aber das gleiche. Ausrüsten, ja, drücke ich immer. Ach, wie geil wäre das jetzt, wenn da so zwei Leute am Fenster kommen und uns dumm angucken. Ach, es gibt doch einfach nichts Schöneres, mit den Mates hier einfach in der Hütte zu sitzen und einfach ein bisschen Fleisch zu grillen. Liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Ich würde es jetzt hier mit dem Lagerfeuer mal ausklingen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.